Jetzt kommen wir mal, wir haben ja viel gelabert die letzten Videos, jetzt machen wir mal so ein bisschen Praxis. Als erstes machen wir mal Tischvideos, weil da gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Wie gesagt, außer halt beim Videoschnitt. Aber Videoschnitt machen wir dann im nächsten Video. Da habe ich mir schon was einfallen lassen. Das ist, glaube ich, falsch rum. Das muss, glaube ich, immer so rum. Tischvideo, wie gesagt, am besten ihr besorgt euch ein Stativ. Habe ich ja schon mal gesagt, das muss nicht besonders teuer sein. Lasst euch da nicht immer von irgendwelchen möchtegern Filmprofis irgendwelchen Stuss erzählen. Das hatte ich aber im letzten Video schon gesagt. Macht einfach so, dass ihr eine bequeme Haltung habt. Es ist der Unterschied zu machen, ob ihr jetzt sitzen wollt oder stehen wollt. Ich mache jetzt mal die stehende Variante, weil im Sitzen müsst ihr ja im Prinzip nur das Stativ so zur Seite machen, dass ihr halt noch daneben bequem sitzen könnt. Mehr ist da eigentlich nicht zu machen. Ich mache das jetzt mal ganz spontan. Was mache ich denn hier? So, ist jetzt nicht fest. Aber so im Prinzip, das war es ja eigentlich schon. Jetzt habe ich nur einen Fehler gemacht und habe das Backpack nicht dran gemacht. Ich mache das gerade noch mal an, ab. Und zwar ist es natürlich viel einfacher, wenn ihr das Ganze macht und ihr habt ein LCD-Backpack dazu. Wenn ihr jetzt mit der GoPro zum Beispiel jetzt Tischfilme, wenn ihr jetzt eine SLR habt oder irgend so ein Kram, ist das natürlich dann nichtig, weil dann habt ihr ja sowieso eins dran. Aber ich mache hier meine Tischvideos eigentlich zu 99,9% immer mit der GoPro. Weil man kann das ja alles so schön einstellen bei der neuen mit dem Weitwinkel und so ein Kram. Von daher ist das alles okay. So. Dann macht ihr eure Kamera einfach nur einmal an. Wartet mal, hier ist irgendwas locker. Muss ich mal eben festmachen. So. So, dann seht ihr ja schon, wo ihr ungefähr seid, was ihr aufnehmen wollt. Und wenn ihr das Objekt habt, ihr richtet die einfach so auf, dass ihr euer Objekt immer schön im Bild habt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das Gehäuse. Zur Not kann man ja dann auch ein bisschen hoch und runter machen, je nachdem, wie man das möchte, wie groß oder klein das Objekt ist. Wenn ihr das jetzt so habt, dann könnt ihr eure Aufnahme starten, könnt euer Zeug erzählen. Wenn, wie gesagt, wenn Pausen sind, schneidet das raus und fertig. Was ich aber das letzte Mal noch vergessen hatte, ist Thema Beleuchtung. Beleuchtung ist wichtig, richtige Ausleuchtung. Bei mir ist es vielleicht nicht perfekt, aber ich finde es vollkommen ausreichend so. Das ist ganz einfach eBay. Das sind LEDs. Das sind, glaube ich, 30 Stück oder sowas. Die Leiste hat mir, glaube ich, 25 € oder sowas gekostet. Das reicht vollkommen aus für solche Sachen. So, das soweit zu den Tischvideos. Wie gesagt, da muss man nicht viel beachten. Und jetzt bereite ich mal alles vor für die Vorvideosequenz und ja, bis gleich. So, jetzt zu dem nächsten Thema, das mit den Vorvideos. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine GoPro habt und ihr holt euch so ein Backpack, habt ihr drei solche Klappen hier hinten dabei. Ich nehme meistens immer die mit der Folie, dass ihr das Touchpad auch noch bedienen könnt. Jetzt klippt ihr einfach hier rein. Hier ist es ja noch drauf. Packt die Cam hier rein, macht zu und so ist die wenigstens, wenn ihr doch mal die Cam mit dem Auto treffen solltet, ist sie auf jeden Fall geschützt. So, jetzt fangen wir einfach mal mit der GoPro an. Ich habe ja gesagt, das müsst ihr nicht machen, aber ich kann euch halt nur das zeigen, was ich habe und ich habe nun mal leider die Sachen. Was heißt leider? Ich habe nun mal die Sachen. So, das hatte ich euch ja beim letzten Mal erzählt, dass es clever ist, die GoPro oder die GoPro an der GoPro falsch rum dran zu schrauben, weil ihr ganz einfach so mit den Schwerpunkt besser habt. Wenn ihr das seht, die ist fast ausarretiert. Die kippt also nicht und somit verhindert ihr das Wackeln. Jetzt fahrt ihr die ganze Geschichte ein bisschen aus. Ja, hier unser zu filmendes Objekt. Ich habe jetzt einfach mal den Jekyll genommen. So, und jetzt ist halt immer wichtig, dass ihr versucht in der gleichen Geschwindigkeit wie das Auto. Ich nehme es hier, ja, schöne Socken. Versucht das jetzt in der Geschwindigkeit vom Auto mit der Kamera zu folgen.
wenn ihr das wünscht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt, wenn es irgendwie anders aussehen soll, einfach still zu stehen, die Cam, und das Auto fährt vorbei. Bup. So habt ihr die Aufnahme. Auf jeden Fall ist immer wichtig, oder halt, wenn ihr extrem wackelfreie, wenn ihr es nicht Zeitlupe macht, ich habe ja schon gesagt, wenn ihr jetzt solche Aufnahmen macht und die verwackeln ein bisschen, shit happens, macht's in euer Videoprogramm und macht die Geschwindigkeit ein bisschen runter, dann fällt das nicht mehr auf, dass ihr die ganze Zeit rumeiert, wenn es kalt ist oder was auch immer. Ja, so viel dazu. Wichtig ist halt immer aufs Objekt. Wenn ihr das Backpack nicht habt, ist auch nicht schlimm. Ihr habt immer die Linse, ist ja logischerweise fast mittig zu dem Stab. Also wenn ihr mit den Augen genau auf den Stab guckt, habt ihr immer das Objekt durch den Weitwinkel immer im Bild. Da kann nichts schief gehen dabei. Dann habe ich ja gesagt, Perspektivenwechsel ist wichtig. Eure GoPro von der GoPro ab. Dann habt ihr, wenn ihr jetzt es habt, Moment, so einen Adapter. Das ist ein 3D-gedruckter, kostet, was weiß ich, 2 Euro eBay. Muss ja, wie gesagt, es muss ja nicht immer das teuerste sein. Huch. Ja, da geht ein bisschen straff, aber es ist gar nicht so verkehrt. Jetzt müsst ihr hier versuchen, natürlich das Loch wieder zu finden. Zack. Und die Mutter hier rein festdrehen. So, dann nehmt ihr euer kleines Stativ. Wie gesagt, bei Teddy gibt es die Dinger für 1 Euro. Die reichen vollkommen aus. Und schon habt ihr wieder eine neue Perspektive. Jetzt gehen wir nochmal zum Auto. Zum Beispiel davon ausgehen, das ist ein Bash-Video jetzt. Und hier ist eine Rampe oder was. Und ihr wollt filmen, wie er aufkommt. Habt ihr das somit immer im Blick. Das macht immer ein bisschen mehr Eindruck, weil es tiefer ist. Somit wirkt das Auto größer und ein bisschen realistischer. Wenn ihr zum Beispiel Crawler-Videos macht, wie ich es ja auch gemacht habe, sind so eine Kleinstative auch eigentlich das Nonplusultra, weil damit wirkt alles viel realistischer, weil ihr genau auf der Höhe vom Auto seid. Somit wirkt das Auto größer und es wirkt alles deutlich, deutlich realistischer. Wie ihr dann das Ganze zusammenschneidet, zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen euch geholfen, wie ich das Ganze meine. Ein bisschen Praxis. Wenn ihr dazu noch immer noch Fragen habt oder irgendwas unklar sein sollte, wie gesagt, Kommentare, Nachrichten, wie auch immer. Ich helfe euch gern und wie gesagt, das nächste Video wird sich dann um die Videobearbeitung und das Hochladen, wird es sich darum drehen und würde sagen, bis dahin, ciao.